Freue ich mich, wenn wir endlich Gladiator sind. Gladiator, Paladin. So. So rum wird der Schuh draus. Psst, du, möchtest du ein Haar kaufen? Ach, du bist es. Ich habe schon von dieser Sache mit Alice gehört. Wahrscheinlich ist er durchgedreht. Todessehnsucht oder so etwas. Erwischt jeden Kämpfer irgendwann einmal. Was ist vor 7 Jahren geschehen? Alles, was ich weiß, ist, dass er tief in dieser Sache verwickelt ist, die vor 7 Jahren geschah. Damals wurde ganz Ulda von einem gewaltigen Skandal erschüttert. Gladiatoren sollen Kämpfe für Gil geschmissen haben. Eine hässliche Geschichte. Wie du weißt, sind die Gladiatorenkämpfe die Volksbelustigung Nummer 1 in Ulda. Bei jedem Turnier werden Unsummen von Gil gewettet. Doch dann kam heraus, dass die Kämpfe manipuliert wurden und alles ein abgekartetes Spiel war. Die Sache endete mit dem Tod eines Gladiators und der Verbannung eines anderen. Das Todesopfer war der damalige Gildenmeister, Milas Vater. Wer verbannt wurde, kannst du dir denken. Aldis. Aldis hat die gesamte Schuld für den Skandal auf seine Schultern geladen. Damit, dass er in die Verbannung zog, hat er die Gladiatorengilde einen Neubeginn ermöglicht. Ich frage mich, ob nicht noch mehr dahinter steckte. Die ganze Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Deiner Miene erkenne ich, dass du ihn damals wie heute für unschuldig und auch die Verhaftung nun für einen Komplott hältst. Wahrscheinlich willst du auch noch, dass ich dir helfe. Hey, dann hör gut zu. Einen Anhaltspunkt habe ich für dich. Das Gift, das für den Attentatsversuch verwendet wurde, hat den klingenden Namen Rayas Blut. Das ist ein echtes Höllenzeug. Mit nur einem Tropfen lässt sich eine ganze Kompanie vergiften. Zugang zu so potenten Giften hat in Tainalan nur die Leichenbrigade. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Hoffentlich kommt alles unbeschadet aus dieser Angelegenheit heraus. Ich schulde ihm noch etwas. Wofür? Ach, eine alte Frauengeschichte. Na dann, viel Erfolg. Mhm. Klein Alamigo. Ich glaube, da renne ich jetzt gleich einfach mit meinem 50er rein, einfach weil ich keinen Bock habe zu kämpfen. Wenn ich wieder geile Optiken Level. Ja. Ich habe da nichts von. Ich habe immer die gleiche Grafik. Yeah. Also jetzt nur zum Durchreiten. Damit ich da nicht 3 Jahre lang kämpfen muss. Ich nehme mich gerade erst so semi-Lust drauf. Sieht aber gut aus. 33, 50, 50, 50. Hab dich entdeckt, Kitty. So. Kann ich das auch so nehmen? Ach, schade. Aber was ich machen kann. Gefixer. Ich immer auf die falschen Tasten drücke.
Ach komm, du kleines Armleuchter. Und wieder zurück. Alter, was das alles für Teleportkosten sind. Aber hey, wir haben bisher eine halbe Stunde für 3 Klassenquiz gebraucht. Fast eine halbe Stunde. Ich weiß, um 34, also 22:34 waren wir noch bei der 20er Quest. Da muss da geprügelt. Silberbazar. Also wir kommen sogar recht gut voran, dafür, dass wir Klassenquest machen. Es gibt wieder schlechte Nachrichten. Eides ist zum Scharfrichter überstellt worden. Das kann nur bedeuten, dass seine Hinrichtung unmittelbar bevorsteht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hast du etwas erreichen können? Was ist das? Das Gift und ein Lieferschein darüber. Damit können wir Eides Unschuld beweisen. Wir müssen jetzt sofort handeln. Bring die Beweise so schnell, wie dich deine Füße tragen, nach Hohenbrück. Und gib sie dem Priester, der die Hinrichtung leitet. Alter. Ob das ganze Ding hier Jahre dauert? Mhm. Gott, was würde ich dafür geben, mir jetzt schon fliegen zu können? Will doch nur Klapala werden. Bitte. Können wir diese Klassenquest überspringen? Ich bin so kurz davor. Weißt du, warum ich Mentor-Kanal bzw. Nordex-Kanal immer nur schreibt, das sind Boss und ein Mentor bei reingeholt. Okay. Ich verstehe. Ja. Turm wurde Willkommen wird lustig. Hm, ja, viel Spaß. Angeklagter Eides, nachdem du das Hochverrat schuldig gesprochen wurdest, verstrecke ich nun im Namen von Ulda seinen Bürgern Untergerechtigkeit. Wer wagt es, die Hinrichtung zu stören?
Echt? War ich stumm? Oh. Oder spinnt das Dings mal wieder? Kann doch sein, dass OBS mal wieder spinnt. War nämlich neulich auch schon mal. Okay. Ja, dann hat OBS gesponnen. Weil das Ding hier ist nämlich an. Erstaunlicherweise. Ja. Ja, OBS hat seit dem letzten Update so seine Macken. Es ist genauso wie ich über OBS zurzeit meinen Titel und alles nicht ändern sollte. Kriege ich einen Titel von vor 3 Wochen gefühlt. Die Hinrichtung ist noch lange nicht abgesagt. Im Gegenteil, wir haben sogar noch ein paar Neuzugänge zu bearbeiten. Hier habe ich gerade schon gewundert. Ja, das glaube ich. Und das Witzige ist halt, bei OBS ist dann immer noch der Ausschlag. Aber es passiert halt einfach nichts. Na, passt. Na, endlich. Ich dachte schon, wir bekommen nie die Ehre. Alles. Dich hätte ich schon längst erledigen sollen. Aber heute ist der Tag gekommen, an dem Talsklinge in dein Blut badet. Ah, lass mal. Mir ist gerade nicht nach Baden zumute. Nazklinge hingegen sehnt sich danach, sich an deinem Blut zu laben. Deine durstige Kehle habe ich noch nie warten lassen. Mit dem Titel des Spiels habe ich auch oft mega nervig. Ja, boah, das. Deswegen mache ich das nur noch über Twitch selbst. Das ist tausendmal einfacher dann. Muss ich jetzt zwar raustappen, aber passt. Überlass den Aufschneider mir. Kämpf an mir das Seite und sieh zu, dass sie sich nicht in den Fingern schneidet. Was? Egal. Oh Gott. Müde. Oh. Ja, dann macht einfach nichts. Das steht einfach nur blöd rum. Ist mein so Apple Energy. Macht sich das etwas bunter? Der ist frisch aus dem Kühlschrank. No. Am liebsten. Ich habe zwar auch noch. Ne, drei habe ich, glaube ich, noch. Aber die will ich jetzt nicht öffnen. Weil ich weiß, dass ich dann definitiv nach dem Stream nicht mehr schlafe. Das ist mein letzter, den ich nicht. No. Nee, nee, trink du mal. Ich überstehe das schon. Ich glaube, nachdem die Klasse-Quest durch ist, geht das auch wieder. Ich finde halt nur diese Klassenquests so ewig und 3 Tage lang. Ich meine, gut, es ist immer noch alles besser als die Hermetika-Quest. Also die sollte ich wirklich nicht machen, wenn ich müde bin. Da graut es. Ist das Einzige, wovor es mir beim Hermetika graut. Ich mag ihn. Aber ich hasse diese Questreihe. Wobei einer oder da sogar ein männlicher Mikrote beißt, den ich sogar mal ganz gern mag. Bin ja sonst nicht so der Fan von männlichen Mikroten, aber das ist tatsächlich mal ganz cool. Ich kann so Quests nie so extrem nacheinander, sondern immer mal zwischendurch. Ja, will ich nicht. Bei mir ist es halt so. Ich mache bis 15, danach warte ich, bis ich 30 bin, dann mache ich halt ne, 20, 25, 30, 30 und dann warte ich, bis ich 50 bin und dann ziehe ich komplett durch. Damit fahre ich bisher tatsächlich am besten. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so müde bin. Aldis! Das ist dein Ende, Aldis. Ich will hier auch noch schnell lesen.
No. Unser Kampf hat endlich ein Ende, wie ihr wollt. In der Tat hat es das. Du hast mich. Was? Hey, ich hab doch schon geklickt. Du hast gewonnen. So ist es in Ulda. Es gibt nur Gewinner oder Verlierer. Der eine nimmt alles, der andere verliert alles. Mhm. Vor 7 Jahren hast du mir alles genommen. Der Kampf hätte ein Unentschieden sein sollen. Wir waren gleich stark. Mit nur einer Niederlage hast du mir alles genommen. Ich wollte mir mit Gewalt zurückholen, was mir zustand. Meine Ehre, meine Liebe, alles. Haben Sie die gleiche Frau geliebt? Das hast du mich gefragt. Ich habe nichts gesagt. Ohrwurm? Jop. Liebe ich das Lied? Oh ja. ich liebe Rammstein. Rammstein ist geil. Danke, Ohrwurm. Ja, ich habe jetzt einfach einen Ohrwurm. Aber es kam halt einfach so, du hast. Das weiß auch nicht, das kam irgendwie einfach. Ich glaube, sie haben aber dieselbe Frau geliebt. Warte mal. Rammstein anmachen, volle Pulle. Ja, mach das. Alles, du wirst doch sehen. Ich habe gewonnen. Mein Schwert ist das Stärkere. Es gewinnt nicht immer der Stärkere, Leerwold. Diese Lektion hast du nie gelernt. Boah, diese Musik ist so unglaublich schön, ne? Ich liebe diesen Soundtrack. Heute erteile ich dir eine Lektion, die du nie zu lernen brauchtest. Ich zeige dir, was es in Ulda bedeutet, zu verlieren. Ich warte auf dich, Altes. In Talsreich. Leerwold, nein! Irgendwie schon bitter. Du Narr, für uns gibt es kein Wiedersehen im Paradies. Auf mich wartet die Hölle nahezu. Komm. Oh, der Soundtrack ist so schön von FF. Seres Verletz. Okay. Ich liebe einfach allgemein diesen Soundtrack. Vielleicht lege ich mich nachher noch ins Bett und lese. Ich höre einfach nur den FF-Soundtrack. Vielleicht. Vielleicht schlafe ich aber auch direkt einfach ein. Was machen deine Wunden, Aidaria? Du hast viel für mich einstecken müssen. Du hast gekämpft wie ein Champion, Aidaria. Mein Können färbt wohl schon auf dich ab, was? Nein, im Ernst. Du hast dich wacker geschlagen. Ich bin stolz auf dich. Aldis, du willst uns also verlassen. Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Jetzt, da dir wohl tot ist, hält mir nichts mehr hier. Obwohl es da noch ein paar hübsche Uldanerinnen gibt, mit denen ich noch nicht angebändet habe. Aber ihr Seher ist groß und schöne Frauen gibt es viele. Aldis, bitte. Das neue Lied ist ja geil. Aber der Titel des Liedes, oh weh. Ja. Sag nichts. Ich bin nur ein verbannter Ex-Galadiator und habe mit der Gilde nichts mehr zu tun. Das ist für uns beide das Beste. Obwohl ich verstehe ja, dass du
einen so umwerfenden Mann wie mich nicht gehen lassen willst. Dann fahr doch zu Nalt herab. Wenn du schon mal da bist, kannst du ihm gleich dein Herz abpfänden. Du brauchst es ja doch nicht. Vielen Dank. Ich habe es ja schon einmal gesagt. Für einen Mann wie mich gibt es kein größeres Kompliment. Ade, schöne Mila. Werde glücklich. Adaya, lass mich dir zum Abschied noch etwas erzählen. Vor 7 Jahren, als ich es ablehnte, einen Kampf zu schmeißen, habe ich Lia wohl zu Fall gebracht. Es wurde allerdings vertuscht und nicht gewertet. Ich war bereit, zum Äußersten zu gehen. Ich bereue es nicht. Du verstehst das, oder? Du bist wie ich, eine selbstbewusste Gladiatorin, in der das Feuer brennt. Immer entschlossen, zwischen dem Feind und die eigenen Gefährten zu treten, um sie vor jeglichen Gefahr zu beschützen. Nur mit dieser Einstellung bringt man es zum Champion. Dann mache ich mich mal auf die Socken. Halte die Ohren steif, Freunde. Ja. Endlich ist er weg, dieser aufgeblasene Gockel. Naja, er hat ja so seine Momente, aber von all das Mut und Stärke können wir alle noch viel lernen. Egal ob frisch gebackener Rekrut oder Gildenmeisterin. Was ist das für eine Totenstille hier? Warum höre ich kein Schwert erklären? Kein Schilde donnern? Los, zurück auf den Übungsplatz. Dieses Kapitel war eine wichtige Lektion. Gefahren lauern überall und wir haben gerade erst begonnen, den Weg des Gladiators zu beschreiten. Harte Training, eisernes Disziplin, heldenhafter Mut. Das macht ein Gladiator aus. Hoch lebe die Gilde! Hoch lebe unsere Meisterin! Oh mein Gott. So, eine Quest noch. Danach können wir Story weitermachen. Hallo, meine liebe Adaya. Du kommst gerade recht. Es gibt eine hochbrisante Neuigkeit, die dich brennend interessieren dürfte. Die Palastwache soll damit begonnen haben, die Techniken der Paladine frei zugänglich zu machen. Ich kann das doch gar nicht fassen. Die Techniken der Paladine waren bisher den Gardisten der Palastwache vorbehalten. Niemand sonst durfte sie lernen oder gar anwenden. Wer der Palastwache beitritt, muss selbstverständlich einen heiligen Eid auf der Sultanat von Ulda schwören. Das ist ja schön und gut, aber wer hat denn schon Lust, den ganzen Tag Wache zu stehen und über den Hof zu marschieren? Also, ich ganz sicher nicht. Spaß und Abenteuer kann man dann nämlich vergessen. Aber jetzt soll es möglich sein, die Paladin-Techniken zu erlernen, auch ohne der Palastwache beizutreten. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Wer sich diese Gelegenheit entgegenlässt und daraus keinen Profit schlägt, muss ein hirnloser Fungus sein. Falls du Interesse hast, verrate ich dir, wo du dich melden musst. Dann habe ich aber etwas gut bei dir. Gehe ich hier in Ulda zur Herrscherpromenade auf der Ebene der Redner. Sprich dort mit Jenlins, dem Gardehauptmann der Palastwache. Schmier ihm ordentlich Honig um den Bart und schwärme ihm vor, wie sehr du die Paladine bewunderst. So. Also. Auf zu Paladin. Wer will alles Paladin werden? Ich. Sehr gegrüßt. Ich bin Jendlins, Gardehauptmann der Palastwache des Sultanats. Was führt dich zu mir? Möchtest du ein Paladin werden? Dann nenn mir zuerst einmal deinen Namen. Adaria, dein Name gefällt mir und ich freue mich über dein Interesse. Zunächst einmal musst du wissen, was es bedeutet, ein Paladin zu sein. Erstens, ein Paladin ist dem Sultanat zur absoluten Treue verpflichtet. Zweitens, ein Paladin ist das Schwert und das Schild des Sultanats. Drittens, ein Paladin hat das Reich und das Volk des Sultanats zu beschützen. Gladiatoren und Söldner schwingen ihre Schwerter in erster Linie aus Eigennutz. Doch ein Paladin dient dem Wohl des Sultanats und damit dem Wohl des Volkes. Klar? Die Kampftechniken der Paladine wurden in den letzten 600 Jahren von den Gardisten der Palastwache entwickelt und von Generation zu Generation weitergegeben. Die Palastwache ist eine Elitetruppe, die für den Schutz des Sultanats verantwortlich ist. Von allen Rittern werden nur die loyalsten und fähigsten Kämpfer in die Palastwache aufgenommen. Doch die glorreichen Tage der Palastwache sind schon längst vergangen. In den letzten Jahren hat unsere Truppenstärke stark abgenommen
und ihre Moral hat arg gelitten. Mittlerweile ist es sogar so weit gekommen, dass wir zum Schutz des Sultanats Sylten anheuern müssen. Das geht alles auf die Kappe dieses elenden Verräters. Nun ja, schließlich habe ich mich schweren Herzens zu der Entscheidung durchgerungen, eine fähige Abenteurerin wie dich zu suchen und um Hilfe zu bitten. Als Belohnung werde ich dich in den Geheimkampftechniken der Paladin unterweisen und dich in den Stand eines freien Paladins erheben. Du musst also nicht der Palastwache beitreten. Doch bevor es soweit ist, musst du zunächst dein Können unter Beweis stellen. Reise ins südliche Tanelland zu der Ruine südlich von Klein Alamigo und entzünde dort die Feuerschale, die wir dort vorbereitet haben. Das Feuer wird Untote anlocken, die du erschlagen musst. Gebe so dann ihre Leichen ins Feuer, um sie einzuäschern, und bring mir die Urne mit Untotenasche als Beweis für deine Tat. Ja dann, zukünftige Paladin, zeige uns, wie mutig und geschickt du mit deinem Schwert bist. Gut. Klein Alamigo. Alter, in 3 Jahren sind wir dann irgendwann auch mal fertig. So. Damit ich mich ohne zu kämpfen dran vorbeischleichen kann. Hab da gerade keinen Bock drauf.